Hallo meine Freunde, was geht ab? Ich bin's, Lapix. Es ist Ewigkeiten her, dass ich diese Kamera irgendwann... Also es ist schon ziemlich lange her, seitdem ich diese Kamera verwendet habe. Es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich überhaupt mal daran gedacht habe, diese Kamera zu verwenden. Okay, heute in diesem Video geht es eigentlich... Heute in diesem Video geht es eigentlich nur darum, was genau zu dem Prozess eines Videos gehört, und ich zeige euch heute mal das ganze Ding am Stück. Ich weiß auch nicht warum, ich habe das glaube ich schon mal gemacht, aber was soll's. Weil nach dem letzten Video viele gefragt haben, was eigentlich, wie das Ganze so aussieht, weil ich habe mich irgendwie darüber beschwert, wie das eigentlich geht. Also ich habe mich darüber beschwert, wie lange das dauert und bla bla bla. Es ist jetzt gerade Viertel nach sieben abends. Und ich muss ganz... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die Zeit, wo ich hier war, nichts gemacht. Normalerweise komme ich um 18 Uhr circa nach Hause. Also 18 Uhr ist dann immer so circa das Datum. Nee, warte mal, was? 18 Uhr ist dann ungefähr immer die Uhrzeit, wo ich nach Hause komme. Gerade eben habe ich noch mit meiner Mom gesprochen und so weiter und so fort. Was ich jetzt machen werde, ist, ich zeige euch ungefähr, wie das funktioniert, wie lange ich ein Video aufnehme. Das werde ich alles im Hintergrund filmen. Ein bisschen dann vorspulen. Und dann zeige ich euch, wie lange sowas dauert. Ja, wir rechnen uns dann das mal zusammen. Also wir haben hier das Setup und jetzt werde ich einfach mal anfangen. Das ist der zweite Schritt. Lacht mich nicht aus, okay? So, jetzt geht's darum. Jetzt warte ich mal. Okay, ja. Wir müssen das jetzt ein wenig dort... Ja, wir müssen das jetzt dort einführen. Wir machen das jetzt auf, ja. Ein bisschen weiter noch. Ja, ein bisschen weiter auf. Ein bisschen weiter auf. Noch ein Stück weiter aufmachen. Ja, dann musst du es rauslassen. Oh, das ist aber ein Riesending. Heilige Scheiße. Okay, dann nimmst du das... Dann nimmst du dein Ding, was du in der Hand hast, schiebst das da rein und dann, ja, ist es drin. Und das ist gut. Dann, wenn du es drin hast, sobald es drin ist, ist alles okay. Okay, jetzt habe ich es drin. Und ja, jetzt werde ich das so machen. Jetzt starte ich einfach mal meine ganzen Aufnahmesachen. Das ist einmal. Okay, also ich werde das Ganze jetzt hier hinstellen. Ja, so. Und dann könnt ihr mich dabei beobachten, wie ich ein Video mache. Warum kann ich nicht so sein wie er? Hunderttausende von Abonnenten. 30 Millionen Billiarden Klicks. Und dieses süße Gesicht. Was? Was ist sein Geheimnis? Das kann nicht besser sein als Sachen, die ich jetzt jemals erreicht habe. Okay, Impact im Clan-Tech, Raptors klasse, es kann einfach nicht mehr schief gehen. Unter Wasser! Fifi, nein, aus! Ich werde niemals in meinem Leben so sein wie er! Ich habe meinen Clan-Tech nicht verdient, ich habe mein Leben nicht verdient, ich habe nichts verdient! Irgendwann werde ich Impact joinen. Nicht heute, nicht morgen, aber es wird bald soweit sein. Okay, das war's. Ich bin raus. Vorerst. Okay, das war's. Es sind jetzt ungefähr 27 Minuten vergangen, seitdem ich angefangen habe zu recorden. 27 Minuten. Ist jetzt nicht wirklich sonderlich irgendwas, aber ist schon mal bemerkenswert. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Schwierige. Also den Teil habe ich jetzt einen Tag später aufgenommen, weil ich an dem Tag einfach zu fertig war, dieses Video noch zu schneiden. Also das habe ich jetzt am nächsten Tag gemacht. Jetzt kommt so eine kleine Montage. Dauert, glaube ich, eine Minute oder so. So, Amina Siggi. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt alles mit OBS anhört, während ich das hier gerade aufnehme. Auf jeden Fall habe ich gerade das Video fertig gemacht. Das ist jetzt gerade das, was ihr seht. Und das soll jetzt halt noch hinter. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert.
Jetzt muss ich natürlich das alles rausrendern. Ist natürlich gar keine Frage. Ich rendere das jetzt mal ganz kurz raus als Beispiel. Das sind, glaube ich, jetzt nur 5 Minuten. Ach, ich mache es jetzt einfach mal in einer schlechten Qualität, damit es schneller geht. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, ich habe es jetzt schon rausgerendert und es ist jetzt schon fertig. Und ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Dann nehmen wir jetzt mal an, es ist fertig und alles ist klar und alles ist super. Jetzt fehlt noch ein... Ja, das solltet ihr jetzt eigentlich nicht unbedingt sehen. Also das war jetzt echt nicht geplant gerade. Das Bild, das Thumbnail, der Daumennagel des Videos. Das mache ich jetzt natürlich auch nochmal ganz schnell. Nein. Perfektes Gesicht, Amina. Also normalerweise wäre jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise im Hintergrund so Gameplay-Shit. Aber ich finde, manchmal fehlt mir irgendwas auf dem Thumbnail. Da denke ich immer nur so, so müsste es eigentlich sein. Warte. Was wenn? Okay, ich bin zufrieden. Aus irgendeinem Grund mag ich dieses Thumbnail. Und das Ganze lade ich jetzt auf YouTube hoch. Yay. Okay, und jetzt ist das Ziel, einen Titel für das scheiß Video zu finden. Es ist gar nicht so einfach, wie ihr euch denkt. Ich könnte jetzt zwar in den Titel schreiben, die Entstehung eines Videos. Das würde dann ungefähr so aussehen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich nenne das Video, was macht Lepix in seiner Freizeit? Man sieht erst immer dort unten bei diesem Bild das Thumbnail, wie es auf YouTube ist. Und jetzt gerade so wie es ist, finde ich das Thumbnail gut, aber da fehlt noch was. Beziehungsweise da muss was anders sein. Erstens, Nicolas Cage muss viel größer. Deine Fresse muss ungefähr so sein. Richtig. Zweitens, ich muss weiter nach links. Und drittens, das braucht noch einen Schatten. Und vielleicht mache ich noch eine kleine Explosion hier unten rein. So gefällt es mir, Amina Koi. So gefällt es mir und so würde ich es jetzt auch abspeichern, wenn es wirklich ein Video wäre. Nur ich bin noch nicht fertig. Wir drücken jetzt mal auf Upload abbrechen. So, ungefähr dauert so lange der Upload von meinem Video. Hätte ich jetzt ich glaube 19 Uhr irgendwas war das, hätte ich da jetzt angefangen, wäre ich circa um 0 Uhr fertig mit dem Video. Und ich komme meistens um 18 Uhr nach Hause. Um 19 Uhr oder 18 Uhr geht es ja schon direkt weiter mit dem Video. Und dann muss ich das auch noch schneiden. Dann lade ich das irgendwann hoch und dann bin ich meistens erst irgendwann, weiß ich nicht wann, fertig. Ich teile mir die Arbeit meistens gut ein. Manchmal schaffe ich es auch nicht ganz mit dem Hochladen um eine bestimmte Uhrzeit. Aber naja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht euch bereit für diesen Winter 5. 3, 2, 1.